Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich kenne das selber von mir und ich höre es auch ganz oft im Coaching, so dieses, ich kann die schönen Dinge im Alltag gar nicht mehr wahrnehmen. Ich nehme nur noch den Stress wahr und das, was nicht so gut gelaufen ist oder auch so Momente, wo man sagt, ich war den ganzen Tag mit meinen Kindern zusammen, aber so wirklich dabei, mit meiner vollen Aufmerksamkeit war ich nicht. Und genau dafür möchte ich heute 3 Tipps mit euch teilen, wie ihr das verbessern könnt. Tipp Nummer 1 ist Achtsamkeit. Also achtsam sein für jetzt genau diesen Moment. Also ich kann die schönen Dinge nur wahrnehmen, wenn ich auch wirklich mit meiner Aufmerksamkeit hier bin. Nicht im Gestern, nicht im Morgen, nicht bei der Einkaufsliste oder bei der Waschmaschine, sondern hier. Und Achtsamkeit ist natürlich eine Übungsfrage. Deswegen braucht man für den Anfang Anker. Und in bestimmten Klostern ist es zum Beispiel so, dass immer zur vollen Stunde ein Gong geschlagen wird. Und wenn man diesen Gong hört, hört man auf mit dem, was man gerade tut und ist einfach mal für ein paar Atemzüge achtsam in dem Moment. Und das können wir umsetzen, indem du dir einfach Wecker stellst. 3-mal täglich von mir aus einen Wecker mit dem Handy stellst und immer wenn dieser Wecker läutet, ist es für dich die Erinnerung, innezuhalten, mal kurz tief durchzuatmen, dann zu überlegen, wie geht's mir gerade? Was passiert gerade um mich herum? Bin ich gerade achtsam hier in diesem Moment? Bin ich vielleicht gerade bei meinen Kindern mit voller Aufmerksamkeit? Und wenn dem nicht so ist, umzuswitchen, es zu bemerken und für ein paar Minuten aufmerksam zu sein, in dem Moment zu sein, mit der vollen Aufmerksamkeit, bei der Sache zu sein, die du gerade tust. Anker können auch vielfältig anders aussehen. Das können bunte Post-its sein, die in deiner Wohnung hängen. Und immer wenn du so ein buntes Post-it siehst, weißt du, oh, okay, jetzt mal wieder kurz schauen, achtsam sein für den Moment. Wie geht's mir? Was passiert gerade um mich herum? Möchte ich gerade jetzt was Schönes wahrnehmen können? Das ist auch noch eine Möglichkeit. Also sucht da für euch so individuelle Anker. Eine schöne Achtsamkeitsübung ist auch beim Tee trinken, beim Kaffee trinken. Das tut jeder von uns eigentlich so mindestens einmal am Tag. Und jeder kennt, glaube ich, diese Kaffeetasse mit dem kalten Kaffee. Und da sich auch mal das zu gönnen, zu sagen, ey, ich trinke jetzt mal 5 Minuten einen warmen Kaffee. Und während ich diesen Kaffee trinke, halte ich diese warme Tasse und spüre mal die Wärme in meinen Händen und ich rieche den Kaffee und ich schmecke den Kaffee und ich sehe, wie der Dampf so aus der Tasse aufsteigt. Das ist Achtsamkeit, das ist jetzt im Moment sein. Und diese kleinen Übungen, die schulen einfach, dass ihr später dann im Laufe dieses Prozesses auch achtsam in eurem Alltag seid, präsent seid in dem Moment und dadurch auch wieder die schönen Dinge wahrnehmen könnt. Tipp Nummer 2, Dankbarkeit. Also das kann man gerne als Dankbarkeitstagebuch machen. Ich habe auch schon mal ein Dankbarkeitsglas erwähnt oder man macht es einfach in seinem Kopf, so wie ich das meistens mache. Einfach morgens überlegen, nach dem Aufwachen, wofür kann ich jetzt gerade dankbar sein? Für das Bett, in dem ich liege, für die tollen Kinder, die ich habe, dass ich gesund bin, dass ich gut geschlafen habe, dass die Sonne scheint, was auch immer. Und am Ende des Tages nochmal, wofür war ich heute dankbar? Und dann wieder so 3 Dinge aufzählen und sich das so zur Gewohnheit machen. Das kann man auch wieder mit kleinen Erinnerungsstützen machen. So eine Erinnerung im Handy. Jetzt denk mal bitte an 3 Dinge, für die du dankbar bist. Zum Beispiel. Ich meine, es gibt dazu auch Apps, die einem dabei helfen. Und eine dritte Sache ist, und das mache ich tatsächlich an ganz, ganz schlimmen Tagen immer und versuche es auch ein bisschen regelmäßiger zu machen, abends zu reflektieren, was lief gut. Also das ist zum Beispiel auch eine Verabredung, die ich mit den Kindern habe. Wir können gerne im Laufe des Tages Dinge besprechen, die kacke waren oder uns über Dinge aufregen, aber abends in dieser Zu-Bett-Gehzeit während der Abendroutine richten wir den Blick auf das, was schön war, auf das, was gut geklappt hat. Und genau so möchte ich das auch mehr vermehrt bei mir selbst machen. Also abends zu reflektieren, was lief denn heute gut? Was hat denn richtig gut geklappt? Was hat so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe oder besser? Was ist mir vielleicht Tolles passiert, was ich nicht erwartet habe? Auch so diese kleinen Momente wahrnehmen, dass ich jetzt hier rausgucken kann und der Himmel so schön blau ist und die Sonne wieder scheint. Oder dass man irgendwo tolle Blumen sieht. Oder, oder. Das ist so vielfältig.
Und da einfach wieder zu lernen, den Blick dahin zu richten, was schön war, was gut gelaufen ist. Also gerade an Tagen, wo richtig viel Kacke gelaufen ist, wo man sich schlecht fühlt, zu überlegen, aber es gibt mindestens diese eine Sache, die gut gelaufen ist und die schön war. Und die sich in Erinnerung zu rufen. Und das hilft ungemein. Das kann man in Gedanken machen, das kann man aber auch in einer Art Tagebuch machen, so wie das für dich passt. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Gedankenanstößen helfen. Wenn du noch ein paar Ideen hast, dann schreib die für uns alle anderen gerne in die Kommentare. Gib dem Video einen Daumen hoch, wenn dir das geholfen hat, wenn dich das weitergebracht hat. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!